Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom 64. Wir sind nach wie vor in Level 18 unterwegs und aus der Suche nach dem geheimen Ausgang. Beziehungsweise so wirklich großartig auf der Suche danach bin ich eigentlich nicht. Ich bin auf der Suche nach dem gelben Schlüssel und ich weiß, dass der gelbe Schlüssel uns letztendlich dann zum geheimen Ausgang führen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir das hier heute in der Folge haben werden. So, ich drücke jetzt einfach mal hier drauf. Ja, erwähnte ich schon, dass ich Pain Elementals hasse. Was ist das hier? Ein Strahlungsschild ist das. Okay. Den lasse ich da erstmal. Muss ja die anderen Knöpfe gedrückt haben. Und genau wissen, wo ich diesen... Strahlungsschild dann brauche. So, das hat mich jetzt natürlich meine Mega-Armor gekostet oder große Teile davon, aber dafür habe ich wieder 100% Gesundheit. Hier, ne? Ja. Moment. Ich habe nur 160. Wow. Habe ich nicht aufgepasst. Wie komme ich her? Was war? So, machen wir den Knopf. Das habe ich mir gedacht und der Knopf wird jetzt das da runterfahren, genau. Und das war es im Großen und Ganzen auch schon wieder mit Supercharge und Megaschild, ne? Das hat jetzt hier auf jeden Fall so ein paar Keiko-Demons gespawnt. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kommen denn die Schlunze her hier? Da hatte ich vielleicht noch eine ganze Zeit, um da hinzu... Nee, das hier ist neu. Beim Runterfallen ist mir das in den Sinn gekommen, dass es das sein könnte. Zur Seite runtergefallen, kann das sein? Ich muss darüber. Es öffnet den Ausgang. Okay. Hoppa. Und es öffnet den Teil da. Gut, dafür, für den Teil bin ich aber vorbereitet, ne? Da ist ja ein böser Boden, sag ich mal. Ja.
war jetzt die Treppe nach oben? Hier. Muss ja hier nochmal drauf jetzt. Das heißt, nee, ich hätte da nicht drauf gemusst, aber... Oh, Kinders, ist das euer Ernst? Hier ist noch ein Strahlenschild, okay. Dann speichere ich mal ab. Mal hier rüber. Und dann schnell wieder raus hier. Schnell wieder raus hier, habe ich gesagt. Okay, ist nur ein Hell Knight Duo. Konnte ich jetzt mit diesem grünen Tint ehrlich gesagt nicht so genau erkennen. Einfach um hier mal für so ein bisschen Waffenvariation zu sorgen, braucht man auch mal. So, es ist ja quasi der Moment der Wahrheit, ne? Jetzt muss ich den Weg hier rausfinden. Das ist, glaube ich, hier. Achso, die Plasma hatten wir ja auch noch. Genau. So, das ist der Punkt, wo ich jetzt hier gezielt abspeichere und auch nochmal ein Quicksave mache. Denn, wie gesagt, wenn wir jetzt durch diese gelbe Tür gehen, wird sich hinter uns in der Höhle, ich zeig dir nochmal kurz, hier hinten irgendwo, also ja, könnte auch hier sein, ne? Tatsächlich, hier zum Beispiel in der Ecke. Irgendwo wird sich auf jeden Fall eine Tür öffnen und die müssen wir dann schnell finden. Also gut hinhören. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass wir die Imps erst wegfletschen müssen. Ich habe ja regulär auch gespeichert. Ne? Ich kann ja ein bisschen probieren. Da wäre er gewesen. Okay. Uff. So, aber geschafft. Geschafft und ab in den nächsten Secret Level. Genau so habe ich mir das Ganze ehrlich gesagt doch vorgestellt. In the Void. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein seltsam beißender Geruch bereitet dir Übelkeit. Tod und Dämonenüberreste.
Kein Albtraum hätte dich darauf vorbereiten können. Du begreifst, dass dies kein Ort für die Lebenden ist. Das ist mir egal. Ich mach die anderen auch nicht lebend. Oh. Ja, hallo. Das ist schon mal echt cool. Also, der Level, der spricht mich ehrlich gesagt schon durch sein grundlegendes Design an. Kein Ort für die Lebenden. Ich habe zu spät reagiert. Hatte ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich Lost Souls hasse? Wir werden beschossen. Ich gehe übrigens ganz stark davon aus, dass wir hier über kurz oder lang wieder einem Cyberdemon über den Weg laufen werden. Das ist mit unseren begrenzten Ressourcen ist natürlich nicht so geil. Da ist das Artefakt. Ich finde das so mies, ne? So, nochmal. Da ist das Artefakt. Aber wir brauchen erst den blauen Schlüssel. Die Ästhetik in diesem Level ist der Hammer. So, wir brauchen den gelben Schlüssel für den Ausgang. Die Musik, die da im Hintergrund spielt, sie erinnert mich total an Diablo. Besteht eigentlich Interesse an einem Diablo 4 Let's Play, wenn das dann rauskommt? Also hier ist der rote. Also die rote Tür, meine ich. Ich bin ehrlich gesagt, also was Diablo angeht, Kubus. Was Diablo angeht, stehe ich diesem Open World Gedöns tatsächlich immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Weil ich will kein Open World Diablo, bin ich ganz ehrlich. Okay, von da drauf, darüber, ist die Frage, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich über die rote Tür. Aber der gelbe Schlüssel ist ja der Ausgangsschlüssel. Es ist ja hier. Da muss ich hoch, ne? Dass mich das erwischt hat. Ungläubiglich.
Okay, Mancubus incoming. Gut zu wissen. Dass da irgendwas kommt, wo ich Raketen für brauche, habe ich mir schon gedacht. Aha. So, jetzt bin ich natürlich schon mutig, hier hinten noch lang zu... Kann ich nicht, okay. Dann also einfach ganz regulär den Weg zurück, noch von mir aus. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Baron ist oder ein Hell Knight. Ich musste erstmal die Farbe der Schüsse sehen. So. Jetzt die große Frage. Erinnere ich mich noch an den Weg zum Artefakt? Und die ehrliche Antwort ist, na, nicht wirklich. Ich meine, es war hier hinten, ne? Das habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt hier hoch kann. Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. In dem Moment, wo ich gesprungen bin, ist mir eingefallen, wie ich das machen muss. Oh, bin ich dumm. Ich muss nicht mal hier hoch. Glaube ich. So, ich habe den gelben Schlüssel. Ich könnte quasi raus jetzt. Die Sache ist halt, ich will noch nicht raus. Denn uns fehlt ja noch das Artefakt. Ich bin gerade am gucken. Was ich hier eventuell noch irgendwo übersehen haben könnte. Ich hatte gehofft, dass es das wäre. Schade. Nee, das war einfach nur... Ach. Ja, weg. Ich hoffe, ich habe mir den Weg zu dem Artefakt nicht irgendwie verbaut. Drauf schießen löst tatsächlich überraschend viele Probleme, deswegen dachte ich, ich versuch's mal. Doof. Doof. Das Gute ist, ich habe einen Spielstand quasi am Anfang des Levels. Falls ich mir was verbaut habe, könnte ich den Level einfach offscreen nochmal machen. Soll ich die entsprechende Stelle zeigen? Wir sind ja eh am Ende angekommen. Das ist so ein Déjà-vu. Das hat man beim letzten Artefakt ganz genauso.
Das da will ich haben. Es muss einen Weg geben, es zu bekommen. Und ich werde ihn herausfinden, mit euch gemeinsam, in der nächsten Folge von Doom 64. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.